never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. So. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Samstag. Wir haben wieder mal super Wetter. Dieser Sommer ist bisher echt toll. Ich bin begeistert, wenn ich so in den Himmel gucke, strahlend blau. Bisschen bewölkt, aber sehr schöne Temperaturen. Und bei dem Wetter macht es natürlich dann extrem Bock, auch mal eine Runde Motorrad zu fahren. Und da ich sowieso so selten zum Motorradfahren komme und jetzt ein bisschen Zeit habe, nutze ich die Gelegenheit und fahre eine Runde. Also über Iserlohn, Schwerte Landstraße, dann nach Dortmund, besuche meinen Kumpel und dann fahre ich auch wieder zurück. Das ist jetzt auch die erste Ausfahrt nach meinem letzten Video, welches ich gemacht habe, wo ich die Vermutung hatte, dass etwas kaputt ist an meinem Motorrad. Und ja, jetzt fahre ich einfach mal Richtung Dortmund und dann werden wir sehen, vielleicht ist dieses Geräusch jetzt, taucht es wieder auf oder ist es tatsächlich damit behoben, mit dem Wachs, wie ich den Riemen behandelt habe. Das werde ich jetzt auch bei dieser Fahrt jetzt nochmal überprüfen. Unabhängig von meiner Überprüfung, die ich jetzt vornehmen werde, habe ich aber auch dennoch einen Termin, der ansteht beim Harley-Dealer. Und zwar, ich hatte das ja mal vor längerer Zeit auch mal angekündigt, dass ich einen Termin bei Thunderbike habe. Der war ursprünglich im Mai geplant, aber aufgrund des schlechten Wetters bin ich da nicht hingefahren, weil ich habe schon eine Anreise von 120 Kilometern ungefähr und das ist nicht mal eben vorbeibringen. Ja, der Termin steht jetzt an am 13. Juli. Und da wird das 29. Upgrade gemacht. Ihr erinnert euch, in meinem letzten Video oder vorletzten Video, ich blende das hier oben nochmal ein, hatte ich euch 28 Upgrades an meiner Lowrider S vorgestellt. Und ein Upgrade fehlt mir aktuell noch. Und das ist etwas, was ich nicht selber machen kann. Welches aber das Bike ja so powertechnisch noch ein bisschen aufwertet. Da bin ich sehr gespannt und das will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also dieser Termin steht an. Ja, und in diesem Zusammenhang werde ich dann auch noch mal diese Geschichte mit dem Riemen jetzt hier ansprechen, falls es der Riemen ist. Aber ich werde auf jeden Fall dieses Geräusch ansprechen. Und ja, ich habe dann noch ein kleines anderes Problem mit dem Bike aktuell, aber das ist jetzt ein Problem, welches nicht nur auf mein Bike bezogen ist, sondern das Problem haben tatsächlich sehr, sehr viele Harley-Fahrer, und zwar ist das das Beschlagen der Displays. Bei mir beschlägt nach einiger Zeit das Display hier in diesem unteren Bereich, hier ungefähr, und hier unten auch in, am Drehzahlmesser. Und sobald ich das Bike wieder hinstelle, nach einer Zeit ist das Beschlagen weg, aber beim Fahren taucht es immer wieder auf nach einer Zeit. Und auch, und das auch immer. Und jetzt habe ich mit Thunderbike auch kommuniziert bereits und habe das Problem auch geschildert, ob wir das direkt auch mit fixen können. Jetzt haben die mir aber gesagt, dass die dass wir das vor Ort besprechen, wenn ich das Bike vorbeibringe, wie wir das handeln. Also die haben mir gesagt, die können die Instrumente einschicken. Das würde dann 2-3 Wochen dauern. Und die Empfehlung wäre, dass wir das Richtung Winterpause machen. Dann bräuchte ich auch auf das Bike nicht zu verzichten. Jetzt wundere ich mich ein bisschen, weil in den Foren hört man auch andere Aussagen, dass sie sagen, okay, ich habe es vorbeigebracht, die haben das direkt ausgetauscht und seitdem ist das Problem behoben. Andere haben gesagt, ich habe es ausgetauscht und nach kurzer Zeit ist das Problem wieder aufgetaucht. Aber mich wundert, dass das heißt, wir schicken die Instrumente ein und tauschen die nicht direkt einfach aus. Muss ich mal schauen. Also ich denke, es wird dafür einen Grund geben. Entweder hat Harley irgendetwas an seinen Policies geändert
dass sie sagen, okay, wir tauschen nicht mehr eins zu eins aus, sondern überprüfen die Sachen erstmal. Das kann natürlich sein. Wenn das so ist, dann werde ich das Richtung Winter verschieben, da wo ich sowieso nicht fahren werde oder wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich nicht fahre. Auf jeden Fall ist das schon echt nervig. Teilweise guckst du da auf das Tacho und du siehst gar nichts. Also die komplette Digitalanzeige ist bedeckt mit oder beschlagen und dann siehst du gar nichts mehr. Du siehst nicht, wie viel Kilometer du drauf hast, du siehst nicht deine Tankanzeige, du siehst gar nichts. Und das nervt halt, ne? Also das muss auf jeden Fall gefixt werden. Aber dieses Problem haben auch viele andere. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem auch schon hattet oder ob ihr es noch nicht hattet. Wenn ihr es hattet, wie wurde damit bei euch beim Dealer umgegangen mit dem Problem? Wurde euch das Instrument direkt ausgetauscht vor Ort oder hat man es auch eingeschickt? Das würde mich mal gerne interessieren. Und dann kann ich auch diese Info auch direkt mitnehmen, wenn ich zu Thunderbike fahre und dann auch meine Erfahrungen mit denen austauschen, wie das andere gehandhabt haben. Da bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe das Bike ja mittlerweile schon ein Jahr und also über ein Jahr. Bin nach wie vor noch schwerst begeistert von dem Bike. Ach so, ja, hier an meinem Fairing sind vier Schrauben, womit die Scheibe befestigt ist. Da ist mir aufgefallen, eine Schraube hat sich weggerappelt. Das ist die hier. Die fehlt mir jetzt aktuell. Da muss ich mal gucken, ob ich da eine gleiche Schraube nochmal bekomme beim Dealer oder ob ich dann alle vier Schrauben tausche gegen andere schöne Schrauben, sodass das dann auch einheitlich aussieht. Das schaue ich mir dann nochmal an, auch beim Termin. Sehr geiles Wetter heute. Ja, ich denke mal, an dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein, aber einen Punkt habe ich jetzt noch und zwar wollen wir ja noch das Gewinnspiel auflösen. Dafür werde ich jetzt gleich wechseln, werde das zu Hause machen am Computer, weil das ein bisschen angenehmer ist als auf dem Handy. Bleibt also dran, schaut euch das bis zum Schluss an. So, hier muss ich den Link reinposten, aus welchem Video wir jetzt die Kommentare rauspicken möchten. Das ist jetzt der Link zu dem Video. Dann müssen wir auswählen, ob allgemein jetzt einfach ein Kommentar rausgepickt wird oder ein ganz gezieltes Wort. Da hatten wir gesagt, dass wir die 500 als Kommentar haben möchten. Deswegen nehme ich jetzt den Keyword-Filter, gebe die 500 ein, drücke Continue. So, und jetzt wird er aus dem Video genau alle Kommentare rauspicken, wo jetzt die 500 angegeben wurden. Insgesamt haben wir 38 Mal das Wort oder die Zahl 500 in den Kommentaren. Wenn ich jetzt auf Pick a Winner gehe, dann werden wir direkt den Gewinner ermitteln. Und dieser Gewinner soll sich dann mit mir in Verbindung setzen. Und dann werden wir einen Weg finden, wie wir den Gutscheincode verschicken. Entweder per Mail oder über Instagram. Also wir werden auf jeden Fall einen Weg finden, wie wir zusammenkommen. So, ich drücke jetzt drauf. 3, 2, 1. Und der Gewinner ist M-Space. M-Space, herzlichen Glückwunsch. Du hast den 20 Euro Amazon-Gutschein gewonnen. Bitte setz dich mit mir in Verbindung und dann lasse ich dir den Code gerne zukommen. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal an alle anderen. Beim nächsten Gewinnspiel hat vielleicht jemand anders mehr Glück. Ansonsten würde ich sagen, genießt eure Woche. Macht's alle gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.